habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Ich fahre mit Alejandra. Geht klar. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. Hallo? Hallo. So hört sich meine Stimme an. Du hast dein Ziel erreicht. Hey, Aleja. Wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy. Ich erzähl's dir unterwegs. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen? Familie und Kunst? Familie und Musik? Fast. Familia und der VW Käfer. Wocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der einen hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Erzähl mal von ihm. Bisabuelo bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Wocho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebte dieses Auto abgöttisch. Der Tod ereilte ihn wohl auf einer schlammigen Straße hier in der Nähe. Er schoss ein letztes Foto und ließ ihn dort stehen. Da geht's also hin. Wenn du ihn findest, bringe ich ihn wieder zum Laufen. Ich hoffe echt, wir können ihn retten. Auf geht's in die Berge. Such eine Abzweigung. Da sollte es eine Straße oder sowas geben. Aki! Genau wie auf dem Foto. Sieh dich um. Das muss definitiv hier sein. Aber wieso sollte Papa Fernando den Wocho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendous sein. Ich mach nur mal die Tür auf. Starky? Er ist wirklich hier. Wir haben ihn für dich gefunden, Papa Fernando. Aber sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Geht klar. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Llantas, lo eléctrico. Das wird selbst für mich nicht leicht sein. Ist ein Käfer. Wird bestimmt sofort starten. Wundern wird's mich nicht. Ausschau nach Baustellen. Die Straße sieht frei aus. Ich bin sicher, das passt schon. Okay. Und was ist das? Sieht nach einer Baustelle aus. Kommst du irgendwie dran vorbei? Ich denke, das kriege ich hin. So kann man es auch machen.
Was wirst du mit ihm machen? Ich habe muchas ideas. So ist das mit dem Mocho. Nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. Den Truck hier. Den Rest übernehme ich. Was habe ich dir gesagt? Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später.
Dreh am Rad. Beim Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Ellie, wie fandest du das? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß.